Okay, auf zur großen Pyramide und zum Donnerkiefer. Eine Barbarin! Lauf, Fremde! Hier läuft eine Killermaschine rum! Die Maschine wird dich töten! Da bist du ja! Thank you.
Maschinenjägerin. Los mit uns. Hallo Maschinenjägerin. Sprich mit uns. Du hast die Maschine erlegt. Euer CEO schickt mich. Ich muss mit Alva sprechen. Na dann unbedingt. Öffnet die Tore! Aloy! Hier drüben! Alva, zum Glück geht's dir gut. Oh, du hast diese Maschine erledigt. Aber... was machst du denn hier? Ich brauche etwas, das aus Theben stammt. Ich war in Landfall. Traf deinen CEO. Wir haben uns irgendwie geeinigt. Und du hilfst uns, reinzukommen? Vermutlich. Die Sache war recht ernst. Irgendwie ist der Kerl komisch. Und ich verstehe nicht, was er in Theben sucht. Ich dachte, wir hätten die Daten für dein Volk auf dem Festland gefunden. Es wird Jahre dauern, die Daten zu sichten. Der CEO will schnellere Ergebnisse. Aloy, du musst vorsichtig sein. Er ist... Da sind sie! Dem Vermächtnis nach hat Elisabeth Sobek den Ahnen geholfen, die Hindernisse zu beseitigen. Wie es auch heute geschehen ist. Du hast dein Wort gehalten. Das freut mich. Theben wartet auf uns. Wollen wir? Was eine Ausgrabung. Viel davon war überflutet. Wir mussten eine Menge Wasser rauspumpen.
Siehe her, die Tür von Theben. Eine Tür wie keine andere. Da hast du wohl recht. Nur ein Mann kann sie öffnen. Ted Farrow. Doch dem Vermächtnis nach arbeitete er eng mit Sobek zusammen. Er vertraute ihr. Mit Sicherheit kann sie die Tür öffnen und du auch. Sicherlich. Auf gar keinen Fall. Zumindest nicht von der Seite. Du sagtest, sie sei eine lebende Ahnin mit Sobeks ewiger Essenz. Wenn ich darf? So großartig Farrow auch war, er hat diesen Palast doch nicht allein errichtet. Das wissen wir aus den Datenfragmenten, den Daten, die uns an diesen Ort geführt haben. Und wir fanden Hinweise auf unterirdische Gänge. Vielleicht waren sie für die Arbeiter gedacht. Oder für Diener. Wir können sie nicht nutzen. Der Weg ist geflutet und sie sind tief unter Wasser, aber... Ja, ich kann sie nutzen. Vielleicht gibt es da unten noch einen Eingang. Siehst du? Bei Sobek gibt's immer einen Ausweg. Tu, was du tun musst, damit wir da reinkommen. Ab ins Wasser mit dir. Finde einen Eingang nach Theben. Da oben ist ein Riss. Vielleicht ein Eingang. Ja, so könnte ich reinkommen. Okay, der Tunnel scheint tiefer in das Gebäude zu führen.
Hier muss irgendetwas sein, womit man die Turbine stoppen kann. Turbine steht. Ein Wohnbereich und ziemlich groß. Nichts ist normal an einem Wissenschaftler, seiner Tochter, einem Guru und, seien wir ehrlich, einem Harem, die die Endzeit im unterirdischen Bunker eines Billionärs aussitzen. Aber ich fürchte, durch Grigoris Tod wird alles noch schräger. Er hat Ted ein paar Jahre... Hoffentlich geht's hier zum Haupteingang, dann kann ich die Quinn reinlassen. Sieh sich das einer an. Ziemlich nobel für einen Bunker. Das sieht wie eine Art Zugangskontrolle aus. Die meisten von Teds Frauen lehnen mich ab, ja? Sie sind wie Karikaturen von Hausfrauen, die sich für ihren Mann herausputzen. Aber Brianna, die Holosängerin, sie ist anders. Sie war immer nett zu mir und ich mag ihre Stimme. Die seit Grigoris Tod auffallend leise geworden ist.
Sie spekuliert und tratscht nicht wie die anderen. Sie weiß etwas. Das spüre ich. Und ich werde herausfinden, was... Eine Notausgangsfunktion. Notausgang initiiert. Die Tür ist offen. Das Schicksal ist mit uns. Ich wusste, du schaffst es. Was ist hier los? Der CEO macht sich bereit für Theben. Oh, warum siehst du aus wie Ted Pharaoh? Ich bin Pharaoh, der Neue. Meine Essenz ist über Jahre, über Generationen die Seine geblieben. Seine Seele ist meine Seele. Sein Wille ist mein Wille. Wir sind nur auf eine Art getrennt. Ich brauche sein letztes Testament, seine dunkelsten Geheimnisse. Und jetzt, da die Tür geöffnet ist, sind diese Geheimnisse in Reichweite. Wenn ich sie kenne, werde ich so vollständig sein, wie er es war. Ich werde alles haben, was ich brauche, um unser Heimatland zu retten. Und, wie Pharaoh es tat, die Welt. Okay. Ich glaube, hier ist nicht ganz klar, wer Pharaoh wirklich war. Niemand weiß besser als ich, wer er war, wer er ist. Ich. Der Erneuerer, der Größte der Ahnen, der Mann, der die Welt gerettet hat. Und du verstehst, Sobek. Du bist sie, Pharaohs Vorbotin, Assistentin. Komm, wir steigen gemeinsam nach Theben hinab. Wie es sein soll. Bring dir die Kleidung. Kleidung? Er ist Pharaoh. Du bist Sobek. Sollte man für so ein wichtiges Ereignis nicht passend gekleidet sein? Nein. Nein, das ziehe ich nicht an. Niemals. Du wirst die passende Kleidung tragen, die zum Anlass passt. Sonst was? Sobek soll das Leben mehr als alles andere schätzen. Ist das wahr? Gut. Ich trage deine Kleidung. Sehr gut. Fahren wir fort? Schau dich hier um. Wie prächtig. Pharaohs Gebiet. Einfach atemberaubend.